Es wird hell, es wird dunkel und wieder hell. Es ist wie ein Kloß im Hals, der mich jeden Tag begleitet. Ich möchte ihn loswerden und frage mich ständig nach der Methode. Die Methode des Schreibens erscheint mir von allen die praktikabelste. Doch auch dies habe ich ständig vor mir hergeschoben und ich erfinde tausend Ausreden. Ich frage mich, was bringt mir das? Ist dies meine Befreiung? Ich möchte mich nicht mehr unwohl fühlen. Das Unwohlsein kommt von der Rolle, die ich mir nicht ausgesucht habe. Ich habe für mich einen ganz anderen Lebensweg geplant, den ich im Anschluss an das Berufsleben gehen wollte. Die Meilensteine dazu habe ich in Form von Partnerbeziehungen in Liebe gesetzt und war stets bereit, einiges an Kompromissen auf mich zu nehmen, die eigentlich keine waren, weil ich sie ohne größere Probleme für mich akzeptieren konnte. Ich will immer mindestens einen Menschen um mich haben, mit dem ich mich austauschen kann, den ich lieben kann und von ihm geliebt wird. Des Weiteren wollte ich in einer Gesellschaft leben, die mir im Großen und Ganzen die Freiheiten gibt, die unser Grundgesetz beschreibt. Niemals wollte ich Zustände, in denen Menschen ständig mit Argwohn betrachtet werden, weil irgendwelche Egomanen glauben, andere Menschen gängeln zu müssen und ihnen ihr Leben vorschreiben. Auch dieser Kloß steckt mir im Hals, wenn ich morgens erwache und diese bisschen Mark und Bein, erschütternde Idee von einer Krankheit, die die ganze Welt in ihren tiefsten Gefühlen belastet und alles, was sich die Menschheit mühsam erarbeitet hat, nämlich die Idee von Freiheit und Demokratie, wenn noch nicht vollständig umgesetzt, aber wenigstens in ihrem Keim vorhanden ist. Es belastet mich hinaus, auf die Straße zu gehen, mit einem schlechten Gewissen Regularien erfüllen zu müssen, die in keiner Weise angemessen und nützlich sind. Sie isolieren Menschen, die, wenn es diese Krankheit in der beschriebenen Art und Weise ohnehin nicht gibt, und egal in welchen menschlichen Gesellschaften der Erde, auch immer nur zu einem verschwindend geringen Prozentsatz Stellenwert besitzt, aber Milliarden Menschen kastriert. Es ist mir immer noch unbegreiflich, in welchen Weg es möglich war, die Menschheit derart zu geißeln. Es hat einfach alles verändert und alles in einen hypnotischen Zustand gebracht. Der Begriff Massenhysterie würde es eher treffen. Wie im großen Außen, so traf es mein Schicksal im Kleinen. Und der Kloß im Hals, durch das unfreiwillige Alleinsein, lässt mich jeden Tag fragen, warum. Die Tage mit Inhalten füllen, sinnhaft oder nicht, eben das ständige Hinterfragen, ob und wofür man wirklich lebt. Es wird hell, es wird dunkel, essen, trinken, schlafen, Computer, Internet, Schmerzen durch die Krankheit, Leistungsminderung eines kranken Herzens, müde, schlafen. Draußen der ständige Lärm, wer sagt, durch die Großbaustelle vor dem Haus, wo woher eine wilde Wiese war und dahinter der Wald. Keine Rehe mehr, die bis in meinen Vorgarten kamen und mein Herz erfreuten. Natürlich auch keine Wildschweine mehr, die ständig den Rasen umgruben. Der einzige Kontakt nach draußen sind Fahrten mit dem Scooter in den Wald, in der Hoffnung, dass der Morgengruß durch einen den Weg kreuzenden Menschen erwidert würde und vielleicht noch ein paar Worte dazu gegeben werden. Nicht zu vergessen die tollen Internetkontakte, vom Körper her berührungslos, aber wertvoll, wie jeder Strohhalm wertvoll sein kann. Jeden Tag mache ich das Gedankenspiel, ins Internet zu setzen, am nächsten Weihnachten nicht mehr allein zu sein, ja überhaupt nie wieder allein zu sein. Tage ohne Tränen zu erleben, mit guten Gedanken und voller Zuversicht, mit dem Herzen voller Liebe, fromme Wünsche eben. Hartmut Alt.